Ihr Lieben, es ist was Verrücktes passiert. Ich bin ja selbst ein bisschen angeschlagen. Habt ihr vielleicht auch in dem Video zum Oxford-Test letztens gesehen. Ich war voll fett erkältet und habe immer noch so ein bisschen Heiserkeit und Schnupfen und Husten und so. Aber ich bin auf dem Wege der Besserung. Und hier neben mir ist etwas, das ist tatsächlich in, naja, noch schlechterem gesundheitlichem Zustand als ich und ziemlich unerwartet hier in mein Leben getapst. Nämlich, ich zeige es euch mal, eine mini kleine süße Katze. Wir haben die Maxi genannt, weil die plötzlich beim Geburtstag von Max aufgetaucht ist. Der hat in der Hafenbahn einen Kaffee für alle ausgegeben und ich wollte eigentlich gar nicht hin, weil ich echt angeschlagen noch war. Bin dann aber doch gegangen auf einen Kaffee und schwupps saß da dieses kleine arme Kätzchen. Super hübsche Zeichnung, total liebes kleines Tierchen. Allerdings ziemlich, zeig mal Maxi, entzündete Äuglein. Das ist ganz typisch bei so Streunerkatzen. Und ja, dann konnte ich nicht anders und habe sie mitgenommen und habe sie erstmal gewaschen. Und dann ist sie vor meinen Augen auch noch ins Hafenbecken reingeflutscht. Ich habe sie aber ziemlich schnell wieder rausgefischt. Sag mal so 2-3 Sekunden hat sie da vielleicht geplanscht. Und naja, da war auf jeden Fall klar, dass die Kleine nicht so gut alleine zurechtkommt. Und dass sich jemand um die kümmern muss. Und ich habe mich jetzt erbarmt, aber ich kann diese Katze nicht behalten. Weil, ne, unser Boot da hinten, das hat nicht genug Platz für eine Katze. Das ist Chaos hoch 10. Vor allem so eine kleine Katze auf dem Boot. Und deswegen die Bitte an euch, falls ihr jemanden kennt, der jemanden kennt, der jemanden kennt oder vielleicht auch selber schon immer eine wunderschöne kleine Katze adoptieren wolltet. Ich peppel euch die noch, dass sie tiptop fit ist und die Augen wieder in Ordnung sind. Und dann gebe ich sie aber auch sehr, sehr gerne ab. Sagt mir Bescheid, wenn ihr sie nehmen wollt oder wisst, wo ich sie unterbringe. Ich wäre euch super dankbar, wenn ihr mir dabei helft. Weil, ja, man muss sich schon kümmern um die armen Tierchen in der Welt, wenn die das alleine nicht können. Ciao!